Die Schuhe des Organisten sind besonders wichtig, denn die Füße sind quasi die dritte und vierte Hand des Spielers. Und mit den Füßen muss man also ganz differenziert und feinfühlig spielen und artikulieren. Und da ist es wichtig, dass die Schuhe sehr eng am Fuß liegen, keinen Rand haben, weil das könnte man nicht mehr vom Gefühl her kontrollieren. Ich und viele Kollegen, also Organistenkollegen, bevorzugen Tanzsportschuhe, weil die haben eine Wildledersohle, die ist zum einen griffig, zum anderen rutscht sie dennoch ein wenig. Und bei meinen Schuhen ist das sogar noch so, dass ich mir den Absatz etwas erweitert habe, dann kann ich besser größere Pedalabstände greifen. Der Organist muss seine Füße in alle Richtungen bewegen. Zum einen sind das Tipp- und also Kippbewegungen, aber auch zur Seite, oder er muss sie rotieren zu allen Richtungen. Die Balance ist für den Organisten ganz wichtig. Er muss zum einen die Füße sehr schnell und sehr weit gefächert bewegen, also sowohl nach oben wie dann plötzlich nach unten, als auch seine Hände. Das heißt, er kann nicht wirklich ruhend sitzen. Er muss so eine Balance finden, um alles frei bewegen zu können. Ich übe das so ein bisschen auf dem Balanceboard oder auf einem Petsy-Ball. Man braucht sehr viel Körperspannung. Ich spiele von Johann Sebastian Bach ein Präludium in D-Dur, Bachwerke Verzeichnis 532. Gerade in diesen Corona-Zeiten braucht man ein wenig Aufmunterung, und D-Dur ist immer eine strahlende Tonart. Ich denke da vielleicht an das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, erster Satz, jauchzet, frohlocket, oder das Halleluja von Händel, Halleluja, auch ein strahlendes D-Dur.